Ich werde auch jetzt nicht laufen, ich will mein Knie überhaupt nicht belasten, dass es morgen möglichst lang hält und ich möglichst lang schnell laufen kann. Ausdauer ist ja noch da und ich denke, Geschwindigkeit wird auch noch da sein. Deswegen, solange mein Knie hält, soll es morgen gut gehen. Auch wenn ich mich die Stunden nach dem Rennen extrem über das Ergebnis geärgert habe, muss ich doch sagen, dass es immer wieder ein cooles Erlebnis ist, so ein Triathlon zu finishen und dass man dann doch die Tage nach dem Wettkampf die Zeit schnell wieder vergisst. Es ist jetzt gerade 5.40 Uhr morgens, bin um 5 Uhr aufgestanden. Ich fühle mich super, bin gerade richtig motiviert. Heute Mega, zweiter Wettkampf. Ja, also mit Neo darf man schon mal. Sehr gut. Du kannst die Wahl sagen, Neo. Echt, oder? Ja. So, wir kommen hier am Schwimmstart. Und dann war auch schon Schwimmstart und ich muss sagen, ich hatte ein richtig mulmiges Gefühl im Bauch. Es hat sich alles so ein bisschen gedreht und ja, es war vermutlich einfach der Gedanke, hey, wie schaut es später beim Laufen aus? Macht das wirklich Sinn? Im Endeffekt bin ich trotzdem sehr, sehr gut weggekommen. Ich habe jetzt hier meinen Laptop, da ich mich einfach besser an die Strecke erinnern kann. Und habe dann so nach ca. 150, 200 Meter versucht, mich irgendwo hinten einzureihen. Das Problem war bloß, dass das um einiges schwerer war als zum Beispiel bei meiner Mitteldistanz, weil das Feld in der Landesliga einfach um einiges stärker war und sehr groß. Und dann habe ich da versucht reinzukommen und dann kamen aber Schläge und du wurdest gezogen und jeder wollte da irgendwie hin. Und ich habe dann die ersten zwei Gruppen, glaube ich, verpasst. Die haben sich dann, glaube ich, nochmal aufgeteilt. Aber ich habe dann so, glaube ich, die dritte Gruppe angeführt und das eigentlich das ganze Schwimmen über. Und es tut mir auch sehr leid an alle, die da mitgeschwommen sind, weil ich bin echt chaotisch und im Zickzack geschwommen, weil ich kannte die Schwimmstrecke im Kopf nicht so gut. Ich dachte mir, ich hänge mich hinten irgendwo rein und schwimme einfach hinterher. Und es war dann so, dass nach circa ja, 500 Metern einfach zurückging und das Ganze dann für ja, knapp 1000 Meter. Und es ging einfach geradeaus. Und ich dachte aber, es geht viel früher wieder zurück. Und ich bin immer so rein und wieder zurück, weil ich aufgrund der Sonne, die da reingeschienen hat, fast nichts gesehen habe, aber immer mal wieder am Horizont Füße erkannt habe von der vorderen Gruppe. Und dann bin ich ja wieder richtig geschwommen. Und ich hatte die Hoffnung, dass jemand mal vorbeischwimmt. Ich bin auch relativ locker geschwommen, aber die waren eher alle an meinen Füßen und das hat mich dann ziemlich gestresst alles. Und ich habe dann einmal einen Riesenfehler gemacht und dachte, es geht schon zurück und musste dann wieder zurück, rechts nach rechts schwimmen. Und als es dann wieder zurück an Land ging, waren da so zwei Bojen und ich wusste nicht genau, wo es lang geht. Ich dachte, es geht außen rum. Dabei ging es durch und da war dann das Ende und ich dachte, es geht außen rum und dann ist hier irgendwo das Ende. Und habe die Leute dann überholen lassen, wollte mich wieder hinten einreihen, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Und dann bin ich am Ende einfach nur noch locker ans Land geschwommen, war komplett gestresst, habe dann noch meinem Teamkollegen geholfen, weil wir als Liga gestartet sind mit 4 Mann. Die besten 3 Ergebnisse werden in die Teamwertung gepackt, habe ich geholfen und dann aber selbst meine Wechselzone sehr, sehr in den Sand gesetzt, weil ich gar nicht wusste, wo wir jetzt unseren Beutel hinlegen müssen und das einfach alles ein bisschen stressig war und ich noch nie so einen Wechsel hatte. Also die Wechsel liefen doch nicht gut und ich musste mich dann auch erstmal ja, ein bisschen sammeln, das Radschuh anziehen auf dem Rad hat super lang gedauert. Und ja, ich habe die ersten flachen Kilometer zum Erholen genutzt, bin dann in eine gute Gruppe gekommen, habe versucht mal so die ersten Gels und ersten Carb Drink zu mir zu nehmen und bin dann auch wieder zu Kräften gekommen. Und das Problem war halt dann, dass es dann eine extrem bergige und auch eine extrem schlechte Straße war, auf der wir gefahren sind, wo man nie, also ich hatte Probleme da schnell zu fahren, ich weiß nicht, wie es vorne war. Andere Leute sind es vielleicht auch mehr gewohnt. Das war ja sowieso, wie gesagt, ein sehr, sehr hohes Level, finde ich, für eine Landesliga. Es gibt ja noch Regionalliga und Bundesliga und ich will gar nicht wissen, wie das Level dann da ist. Genau, aber beim Radfahren, ja, erstmal gut weggekommen. Dann, nachdem ich mich gefunden habe und dann habe ich meine Teamkollegen gesehen, die alle vor mir waren, hatte ich dann auch erwartet, nachdem es am Anfang so schlecht lief.
Und dachte mir dann, okay, ich fahre zu denen auf und vielleicht können wir dann zusammen laufen oder so. Hab dann aber an so einem Turnaround-Point einen Crash fast verursacht, weil ich einfach rumgedriftet bin, weil ich viel zu schnell gefahren bin mit den Felgenbremsen, weil ich am Rennrad Scheibenbremsen war und nicht so langes TT-Bike habe. Und dann ging es danach aber eher bergab und da war ich dann wieder nervös, habe rausgenommen, habe dann wieder die Gruppen verloren und habe dann zwar am Berg, bin ich an denen wieder vorbeigefahren, weil ich mir dachte, okay, ich habe gerade so viel Energie, drücke ich hoch, währenddessen noch versucht, immer Gels und alles reinzukippen und Carb Drink. Aber ich muss sagen, das Radfahren war mehr auf Erholung ausgelegt, also ich bin zwar die Berge hochgedrückt und dann beim Bergabfahren habe ich mich immer versucht zu erholen. Aber als ich dann auch am Ende die letzten 5 Kilometer ganz alleine gefahren bin, hat sich bei mir erstmal so der Gedanke reingesetzt, boah, jetzt kommt gleich das Laufen und ich bin mir ziemlich sicher, mein Knie wird wehtun. Und zusätzlich hatte sich mir auch irgendwie meinen Lenker gelockert und ich konnte nicht mehr gescheit in der TT-Position fahren. Und es war dann alles irgendwie so ein bisschen, ich kam in die Wechselzone und bin es dann ganz, ganz gemütlich angegangen. Ich habe gemerkt, ich bin vom Rad gesprungen, oh, mein Knie tut weh, habe langsam die Laufschuhe angezogen, habe mir alles genommen und bin dann wirklich ganz locker, locker losgelaufen und dachte mir da aber schon, boah, Mist, mein Knie tut richtig weh. Und es ging dann bergauf und es war natürlich für die Moral überhaupt nicht gut, so weit hinten zu sein. Und erster Kilometer, ja, glaube ich 5,30, aber als auch die ganze Zeit bergauf ging, ich bin locker gelaufen, Knie tat weh und ich wollte eigentlich aufgeben. Und dann kam aber so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ich zieh's durch. Nämlich ist dann mein Teamkollege, der schon in der zweiten Laufrunde war, an mir vorbeigelaufen und er war Führender und zwar mit Abstand Führender. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch super, ich kann es doch wenigstens auch noch versuchen ins Ziel zu kommen. Der hat mich angefeuert und kurz später sind mir dann die anderen Teamkollegen entgegengekommen und noch Leute aus der Jedermann-Distanz, die mich angefeuert haben und man hat sich immer so abgeschlagen und es war richtig motivierend und dann habe ich die Schmerzen so ein bisschen vergessen. Ich bin zwar richtig verkrampft gelaufen und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ja, pulsmäßig und geschwindigkeitsmäßig bin ich da echt gut vorangekommen und als ich dann auch auf die zweite Runde nach 5 Kilometern gekommen bin, war ich mir relativ sicher, dass ich das Ganze finishen kann. Und als ich dann nochmal am Turnaround Point war, hinten nach so 7 Kilometern, dachte ich mir, jetzt gibt es ein bisschen Gas, wobei das überhaupt nicht ging, weil dann ging es erstmal bergab. Es ging bergauf und dann bergab. Und ich habe dann vor mir einen gesehen, 100 Meter circa, und bin dann so ab 1,5 Kilometer vom Ziel zu ihm aufgelaufen. Und dachte mir, ja, jetzt hast du wenigstens noch dein Erfolgserlebnis, dass du einen Zielsprint gewinnst. Und es war dann schon sehr anstrengend am Ende, weil ich dann tatsächlich so 4:0 bis 3:30, glaube ich, gelaufen bin, auch bergauf, bis ich an ihm dran war. Dann habe ich mich, glaube ich, 200 Meter hinter ihm noch erholt, ihn dann überholt und bin dann, ja, tatsächlich ziemlich schnell gelaufen. Aber ich glaube, wieder so 3:20 bis 3:50, ging aber auch bergab, also das war nicht so schlimm. Und dann kam nochmal eine Kurve und die habe ich ziemlich versemmelt. Und da war dann auf einmal wieder hinter mir dran. Und dann war es, glaube ich, 250 Meter Zielsprint. Und da sind wir, glaube ich, in Pace von im Schnitt, Strava sagt, 2:31 gelaufen. Ich habe den Zielsprint ganz, ganz knapp gewonnen, aber ich glaube auch, weil er halt in der Gasse zum Ziel einfach nicht durchkam. Und dann hatte ich so mein kleines Erfolgserlebnis, aber war am Ziel und es war dann richtig schwer zu gehen. Ich war ja nicht happy über das Ergebnis, also meine Leistung kam auch gar nicht in die Teamwertung. Und ich war mit der Zeit eigentlich auch nicht zufrieden. Dadurch, dass der Zielsprint war, war es dann noch unter 2:30. Ich wollte unter 2:20, das heißt, 10 Minuten langsamer als erhofft. Ich glaube, das kam größtenteils tatsächlich einfach vom Laufen. Also ich habe beim Schwimmen schon 1-2 Minuten verloren und beim Transitions 1-2 Minuten, das Radfahren auch langsamer als erhofft. Aber ich musste das Ganze dann als Erholung nutzen, deswegen hat es einigermaßen gepasst. Und die 9,5, 9,3 Kilometer lange Laufstrecke hat halt dann einfach 6-7 Minuten länger gedauert, als ich dachte, einfach weil ich konnte halt einfach nicht schneller laufen. Also wäre ich von Anfang an schneller gelaufen, dann hätte mein Knie direkt zugemacht und ich hätte wahrscheinlich aufhören müssen. Und im Endeffekt sind wir insgesamt Sechster geworden, ich glaube von knapp 20 Teams. Mein Teamkollege hat die Tagesbestzeit aufgestellt, irgendwie 2:03. Und es war einfach mal cool zu sehen, wie diese Leute, die schon ewig lang Triathlon machen, das Ganze angehen.
Und ich mache das Ganze ja auch erst seit einem Jahr, deswegen bin ich froh, nicht letzter gewesen zu sein. Wie gesagt, insgesamt knapp unter 2,30 bin ich natürlich jetzt eigentlich nicht zufrieden mit. Ich muss aber sagen, es ist meine zweite olympische Distanz, mein 7. Triathlon. Ich mache das Ganze jetzt mittlerweile seit 15, 16 Monaten. Hatte davor 6 Monate gar keinen Ausdauersport gemacht. Habe dann quasi mehr oder weniger von null angefangen. Natürlich hatte ich Schwimmerfahrung von vor 5 Jahren. Und davor war ich auch vor der 6 Monaten Verletzungspause viel Laufen und Radfahren. Also es kam jetzt nicht ganz aus dem Nix. Aber ich habe von nix wieder aufgebaut. Und auch da war das Training nicht einfach mit Corona und Verletzung. Und jetzt der Knieverletzungspause und der doch sehr harten Mitteldistanz. Und deswegen bin ich echt froh gewesen, es zwar ins Ziel geschafft zu haben. Ich habe mich dann zwar natürlich über meine Leistung aufgeregt. Aber mir war es vor allem wichtig, auch an dem Tag einfach nicht das erste DNF zu holen. Am selben Tag war natürlich noch rot. Größten Respekt an jeden, der da gefinisht hat. Ich finde ja sogar schon eine olympische Distanz, wenn man sie auf Druck macht, extrem hart. Und dann das Vierfache, auch wenn natürlich das Effort-Level ein anderes ist und man das in einem lockereren Bereich macht, ist es trotzdem einfach krass, sowas zu finishen. Und für mich war dann die Option, das Ganze als DNF zu beenden, nicht. Also das wäre nicht drin gewesen. Deswegen bin ich auch das Laufen mal wieder lockerer angegangen. Und dann hatte ich natürlich noch super viel Kraft für das Sprint-Finish. Und habe mir dabei aber am Knie auch nicht zu viel kaputt gemacht. Es war dann schon schwer danach auch zu gehen, aber mit jetzt 2 langen Dehneinheiten und ausreichend Schlaf und einfach Erholung und keinem Sport bis jetzt, heute ist Dienstag, also 2 Tage sind vergangen, geht es dem Knie wieder gut. Ich spüre das Ganze nicht mehr. Ich war gestern beim Orthopäden, habe die Diagnose, dass es das typische Runner's Knee ist. Das heißt, ich werde jetzt zum Physio gehen und schauen, dass wir daran arbeiten. Vermutlich wird die Laufpause dann auch länger sein. Was das jetzt für die Ironman 73 Vorbereitung heißt, weiß ich nicht genau. Vermutlich wird die einfach nicht viel Laufen beinhalten, auch bis zum Ende hin. Und der Halbmarathon wird dann, wie jetzt auch am Wochenende, bei den 10 Kilometern eine Wundertüte. Aber am Ende geht es ja eigentlich wirklich um den Spaß bei der ganzen Sache. Und ich habe jetzt auch am Wochenende gestern super viel Spaß gemacht, auch wenn ich mit dem Ergebnis nicht wirklich happy war. Das war super cool, da im Team aufzutreten und sich gegenseitig auf der Strecke anzufreuen, wenn man sich gesehen hat, sich gegenseitig zu helfen. Und war ein super, super cooles Erlebnis. Am Samstag geht es direkt weiter. Ich weiß nicht, wie das Ganze da mit dem Knie ausschaut. Wie gesagt, jetzt geht es ihm gut. Ich denke, ich werde es beim Laufen zwar spüren, aber einen Wettkampf werde ich noch machen. Bis dann wieder Laufpause, danach auch längere Laufpause. Und ich weiß zwar nicht, was der Orthopäde und der Physio dazu sagen würden, aber ja, ich bin da gemeldet gewesen schon seit 2 Wochen. Ich glaube, das kann man nicht mehr ändern. Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es wird vermutlich wieder keine Glanzleistung, aber ja. Es ist auch tatsächlich schwer in der Landesliga, muss ich sagen, weil die Leute den Sport schon extrem, extrem lang machen und man da als Newbie kaum eine Chance hat, irgendwie selbst in die obere Hälfte reinzukommen. Ich bin gespannt, wie es in der Sprintdistanz läuft. Da wird es wieder ein Race-Video geben, ich glaube ungefähr in der Art. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, gern ein Abo da lassen. Und dann könnt ihr mal gern schreiben, wie eure Wettkämpfe so verlaufen sind bis jetzt dieses Jahr und was ihr noch so für Ziele habt. Und dann danke erstmal, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wer noch ein Video anschauen will, hier ist das Race-Video zur Mitteldistanz. Da bin ich auch extrem stolz drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.